Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Black Mirror 3. Ja, wir sind hier wieder im Black Mirror halt. Wir sind allerdings jetzt Herr des Hauses. Der Darren hat das Erbe angetreten und die Probleme dazu natürlich auch. Im Prinzip ist er pleite, wir müssen irgendwelche Handwerker bezahlen und... Ach, Darren, du siehst auch schon so geknickt aus. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so gut ist, dass wir jetzt Eigentümer sind von Black Mirror. Und wir sind hier im Tea-Zimmer, ja, it's tea time. Haben das auch schon so halbwegs durchsucht, sind aber noch nicht ganz fertig. Wir gucken mal. Die Uhr ist stehen geblieben. Wahrscheinlich schon im letzten Jahrhundert. Das wahrscheinlich auch, aber die tickt doch noch. Geh mal weg, Darren. Tickt doch noch. Ich weiß gar nicht, was du hast. Eigentlich ganz hübsch, diese Straußeneierbecher. So kann man das natürlich auch nennen. Wand? Wir haben ja so einen Fleck. Sieht aus wie ein umgedrehtes Kreuz. Hing hier mal das Antichrist-Dingens oder was? Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Gesund ist was anderes. Schimmel. Schimmel entsteht, wenn Wasser eindringt. Habt ihr euch... Ihr habt das Dach ja gesehen. Ich meine, die Bauarbeiter arbeiten drinnen und nicht am Dach. Ich habe das nicht verstanden. Wieso? Ich weiß es nicht. Was sind das denn für Flecken? Sieht wie Schimmel aus. Ja, frag dich mal. Vermutlich hingen hier früher Bilder. Entweder sind sie beim Brand zerstört worden oder man hat sie abgehängt, um renovieren zu können. Ja, dann bist du doch aber hier so ein... Ist hier so ein Rahmen? Ist doch meistens so. Was wäre eine Teestube ohne eine Teekanne? Diese hier wird als Blumentopf missbraucht. Hey, immer noch ein bisschen Leben hier in der Bude. Nach so einem fetten Brand, dass sie noch lebt, ist ein Wunder. Hässliche Dinger. Ich weiß nicht, was manche Leute an Statuen von nackten Kindern mit Flügeln so toll finden. Ich auch nicht, Darren. Maria, die Mutter aller Statuen. Das hat gute Laune, kann das sein? Der Sockel ist vermutlich aus Marmor. Das hast du schon mal gesagt, aber irgendwas ist noch mit dem. Pferdezucht wurde hier mal ganz groß geschrieben. Die Skulptur stammt wahrscheinlich aus dieser Zeit. Naja, und das ist halt dieses Adlige, ne? Pferdezucht wurde hier mal ganz... Und was mit dem Engel hier? Nichts mehr. Haben wir denn irgendwas? Bleistift? Nö. Können wir die Wand irgendwie aufmachen? Wir haben so einen Holzstiel. Pferdeskulptur. Und so einen komischen Gartenschlauch haben wir auch, aber ich glaube, der ist kaputt hier an der Seite. Irgendwas mit dem Marmorsockel. So aufbrechen, aber ich glaube, mit dem Holzstiel wird das hier nichts. Was ist denn mit dem gusseisernen M? Einfach so reindrücken und rausbrechen. Oh ja. Ich glaube, wir können hier nichts machen. Aber wir haben ja jetzt noch ein paar Türen, die uns jetzt offen stehen. Treppe, wir können nicht nach oben. Hier ist doch alles zu, oder? Doch. Ach, sieh mal einer an. Eine fette Bohrmaschine. Irgendein Gerüst, wofür auch immer. Zur Halle. Oh, Victoria. Das weckt wahrscheinlich böse Erinnerungen. Dieses komische Gemälde macht mir auch irgendwie... Das ist gruselig. Die weiße Frau. Das große Mysterium. Oh. Was soll das? Das Blut ist weg, aber da ist ein schwarzer Fleck. Genau da, wo ich das Bild berührt habe. Oder war der vorher auch schon da? Nein, ich fasse es lieber nicht nochmal an. Das hat halt mit der Geschichte mit Morde zu tun. Also, sobald, also ich sag mal so, solange Darren noch die weiße Frau draußen sieht, ist alles okay. Reines Herz und so. Sollte er sie nicht mehr sehen, haben wir ein Problem. Die Geräte sind hier noch? Das sind die Überwachungsgeräte und Medikamente von Victoria. Hätte Miss Antolini die nicht mitnehmen müssen? Ja. Oder kommt jemand anderes von der Diakonie, um sie abzuholen? Werde ich mich wohl drum kümmern müssen. Also eigentlich werden solche Gerätschaften wieder abgeholt. Was ist denn jetzt mit dem Schmuckkästchen? Können wir uns das mal genauer ansehen? Da ist Victorias Schmuck drin. Ah. Ringe, Halsketten
und Ohrringe. Davon brauchst du nichts? Da ist Victorias Schmuck drin. Ja. Da ist Victorias Schmuck. Ja, ich hab's verstanden. Ja, Darren. Okay, wir haben also Klunker und Juwelen da drinne. Damit könnten wir ja die Handwerker bezahlen. Oh Gott. Naja, es ist, angeblich sind die ja schon bezahlt worden. Auf den Kontoauszügen steht auf jeden Fall, dass eine riesige Summe abgeholt wurde. Es gibt in dem Gang nur noch eine Tür. Und die ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Wie, im Durchgang? Was, echt jetzt? Die Tür dort ist abgeschlossen. Wo siehst denn du da eine Tür? Da ist ein Durchgang. Die Tür dort ist abgeschlossen. Darren will mich verarschen. Komm mal hier hin. Huch. So geht's auch. Oh, Gemälde. Ein Stapel alter Bilder. Wie es aussieht, konnten sie vor dem Feuer gerade noch gerettet werden. Viele davon sind ein wenig angeschwärzt. Ja, super. Lässt sich jetzt nicht mehr gut verkaufen. Grünes Licht, was macht es? Oh Gott. Grüne Geisterfunzeln. Sehr heimelig. Ein Tapetenwechsel wäre ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch für ein Versteck der Gordons zu sein. Wieso Versteck? Was suchen wir denn? Suchen wir was Besonderes, was Bestimmtes? Da stehen angetrocknete Farbeimer. Wer weiß, ob diese Wände jemals damit in Berührung kommen werden. Nee, ich glaube es nicht. Kisten voller Kram. Hätte vermutlich auch niemand vermisst, wenn sie verbrannt wären. Das gehört jetzt alles dir, Darren. Oh, schöne Zweihänder mit geschliffenen Stahlklingen. Lieblos an die Wand gedübelt. Und auch noch neben einem ordinären Morgenstern, wie ihn nur Räuber und Gesindel schwingen. Wer immer diese Waffen hier aufgehängt hat, hatte keine Ahnung davon. Nix gut. Darren, nimm die Finger da weg. Ein Stapel alter Bilder. Wie es aussieht, konnten sie... Angeschwärzt. Gibt's da Ruß irgendwie drauf? Vielleicht mit dem Holzkiel irgendwas? Nee. Den Eimer, wie können wir den Eimer reparieren? Hier, klebt ein Sticker drauf. Auch nichts. Jetzt sind nur noch, also wir merken uns mal Gemälde und Matratzen. Uiuiui. Das war's denn hier oben. Victorias Zimmer brauchen wir wahrscheinlich nichts mehr. Dann gehen wir nochmal zur Halle. Der linke Flügel ist aber komplett verschütt. Stimmt, Baufolie haben wir hier auch noch. Komm, ich rausch mal in die Bibliothek. Oh, die sieht so aus wie im zweiten Teil. Ich würde mich gerne einen Moment ausruhen. Oh ja, dazu noch so einen fetten Schinken. Darren kann sich wirklich ausruhen. Oh. Der schläfst du? Er schläft mir ein. Darren! Darren! Was denn nun? Ja, schlafen oder nicht? Entscheid dich mal. Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Geschichten, Abenteuer und Märchen. Dickens, Defoe, Anderson, Jules Verne. Das sind vermutlich die aktuellsten Bücher in dieser Bibliothek. Hey, da sind richtig tolle Sachen mit bei. Oh? In der Ecke steht eine reich verzierte, mächtige Säule. Auf ihr ruht das Gewicht des Schlosses. Shakespeare-Dramen, Shakespeare-Tragödien, Shakespeare-Komödien. Das wird das Regal für meine Comic-Sammlung. Okay, Shakespeare muss man aber auch mögen. Also, Shakespeare. Man hat es immer gelesen im Deutschunterricht, ja, aber dann war das ja immer so Zwang. Ganz schlimm. Bibeln und religiöse Texte. Einige Ausgaben sehen verdammt kostspielig aus. Gut, dass das Feuer hier nicht gewütet hat. Ach, die religiösen Texte sind dir denn wieder wichtig, aber Shakespeare willst du verbannen, oder was? Irgendwer scheint hier die Funktion des Bücherregals nicht verstanden zu haben. Das sieht ja hier hinten auch aus.
Bücher über Pferde, Pferdezucht, Jagdhunde, Polo und so weiter. Die Hobbys der Gordons. Naja. Ich werde mir hier einen Computer reinstellen. Natürlich. Und hier waren jetzt die... Die Bücher hier haben alle lateinische Titel. Damit kann ich nichts anfangen. Latein? Oh, wie gesagt, voll eingerostet. Mein Latein jedenfalls. Was denn hier? Wer hat denn hier eigentlich auch so gewütet? Was war hier los? Als wäre das Bücherchaos nicht schon genug, hat man auch noch alle Schubladen rausgezogen. Und was ist da drinne? Unbekannt. Die Encyclopædia Britannica in mindestens 3 Ausführungen. Wird es jemals ein größeres Nachschlagewerk geben? Ja, wird es. Believe me. Die Kerzen sind alle runtergebrannt. Oh, egal, ich hatte eh nicht vor, sie anzuzünden. Das ist noch so altmodisch, ne? Mit den Kerzen obendrauf. Das Bild kennen wir schon. Ein altes Wandgemälde. Sieht aus wie das Abendmahl. Genau. Der Herr Jesus mit seinen Aposteln. Ansonsten noch der Sessel und hier? Mein Telefon. Ja, genau. Jetzt dein Telefon. Der Stammbaum meiner Familie. Der hat im zweiten Teil eine relativ größere, Rolle eben gespielt. Der Stammbaum meiner Familie. Da ist bestimmt eine Minibar drin versteckt. Interessiert mich aber jetzt nicht. Willst du nicht wissen, ob da eine Minibar ist? Mein Telefon. Das wird noch so angepriesen sein, aber können wir eigentlich den Notar anrufen? Ach, sieh mal einer an. Ja? Bin ich richtig bei Mr. Dukes? Notar für Erbrecht und dergleichen? Goldrichtig, wie man so sagt. Und Sie sind? Gordon. Adrian Gordon. Ah, Mr. Gordon. Mein Beileid nochmal für den Verlust Ihrer Urgroßmutter. Danke. Ich nehme an, Sie haben noch ein paar offene Fragen zur Testamentseröffnung gestern. Ja, das ist jetzt sehr interessant. Hier können wir über die Kontoauszüge sprechen. Ja, wie sieht's aus? Wo ist das Geld hin? Ich habe Kontoauszüge gefunden vom Konto der Gordons. Und? Fehlt was? Nein, aber mir ist aufgefallen, dass alle 3 Monate eine beachtliche Menge Geld einbezahlt wurde. Dafür kann es viele Gründe geben. Es ist nicht verboten und auch nichts Besonderes, wenn Sie mich fragen. Ja, aber das Geld ist doch jetzt auch weg. Es ist ja vor ein paar Wochen komplett abgehoben worden. Hä? Mr. Dukes, können Sie mir nochmal sagen, worin genau mein Erbe besteht? Nun, Mr. Gordon, Sie sind der letzte Nachfahre der Gordon-Linie und erben das Anwesen Black Mirror Castle und das in Wales, ein paar Hektar Wald, sowie das Vermögen auf dem Familienkonto in Höhe von 100 Pfund. Mit allen Privilegien und Pflichten. Was für Pflichten? Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Einhaltung der Jagdbestimmungen, Instandhaltung der Immobilien und des Gartens. Ein Verkauf ist ausdrücklich nicht möglich. Höchstens eine Überschreibung an die Kirche. Keine Außenstände, keinerlei Schulden. Also ein schlechtes Erbe ist was anderes. Finden Sie nicht? Wir hören uns, Mr. Dukes. Solange wir können, Mr. Gordon. Soll das ein Scherz sein? Auf dem Konto befinden sich 100 Pfund und wir müssen das Gebäude renovieren. Wir müssen das in Wales haben wir auch bekommen. Wir sollen die Instandhaltung, wir müssen für den Garten, wir sollen die Bauarbeiten bezahlen. Das ruiniert uns. Wir sind komplett ruiniert. Darren, du bist am Arsch. Und wir können das Ding noch nicht mal verkaufen. Wieso darf man denn das Black Mirror nicht verkaufen? Das wird doch bestimmt Murray haben. Das ist doch der Wahnsinn. Wie sollen wir denn das alles zahlen? Der 100, Stammbaum meiner Familie. 100 Pfund. Ich werde nicht mehr. Was war denn hier eigentlich drauf? Ich muss das nochmal gucken. Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. So wie das Wasser jeden Tropfen... Ist okay, Darren. Das haben wir noch nicht gelöst. Mit der Barmherzigkeit. Briefumschlag. Na gut. Ein leerer Umschlag. Er trägt das Wappen des Vatikans. Dem Stempel nach wurde er vor 2 Wochen abgeschickt. Aber darin war doch nicht diese Botschaft. Ich weiß es nicht mehr.
Was ist denn eigentlich, wenn wir Dr. Jones anrufen, unseren Anwalt? Oh, das geht. Anwaltskanzlei Jones? Hallo Dr. Jones, Adrian Gordon hier. Mr. Gordon, na, wie stehen die Quoten? Jetzt will der mich jetzt verarschen? Okay, du, ich habe ein Erbe, zufällig bekommen. Dr. Jones, kennen Sie sich mit dem Erbschaftsrecht in England ein bisschen aus? Ungefähr so gut wie ein Boxer mit Synchronschwimmen. Also gar nicht. Und das ist noch gut geschätzt. Haben Sie Probleme mit dem Erbe? Ich könnte mich umhören. Ach, nicht so wichtig. Ich frage einfach den Notar. Der müsste es wissen. Ja, den haben wir ja gerade angerufen. Was ist denn jetzt mit der Kaution? Das war ja Murray. Wegen der Kaution. Ach, da wollte ich Sie noch anrufen. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Ein gewisser Charles Murray aus Willow Creek hat die Kaution beim Richter hinterlegt. Kennen Sie den Mann? Nur zu gut. Aber ich wollte Ihnen mitteilen, dass ich das schon selbst herausgefunden habe. Ist er ein Freund von Ihnen? Ja. Gut, das ist sogar sehr gut. Je mehr Unterstützer Sie in Ihrem Fall bekommen können, desto besser. Das macht sich immer gut vor Gericht. Leute mit vielen Freunden und Fürsprechern. Prima Sache. Weiter so. Ja. Auf Wiederhören, Dr. Jones. Auf zur nächsten Runde, Mr. Gordon. Ist gut. Ich glaube, dieser Anwalt ist auch ein bisschen pragmatisch. Das ist die einzige Stelle in der Bibliothek, die vom Feuer angegriffen wurde. Zum Glück. Jetzt ganz ehrlich, ist es wirklich zum Glück. Die ganzen Bücher, das wäre doch ein bisschen schade drum gewesen. Also das nicht auch noch, ne? In der Ecke steht eine reich verzierte Mächt. Aber das ist doch komisch, hier sind doch drei so eine Dinger, Darren. Fällt das nicht auf? Zettel mit zwielichtiger Botschaft. Ach komm, wir legen uns jetzt hier einfach nochmal rein. Tag war lang genug. Ach, was haben wir nicht schon erlebt? Irgendwelche Hunde. Ralph, halb umgebracht. Das Sanatorium. Oh Gott. Die Morgue. Morg. Wie er so abknickt, ne? Ich berühre mal nicht die Maus. Ich will mal wissen, was passiert. Schläft er tatsächlich richtig ein? Gönnen würde ich es ihm ja. Ah, oh, okay. Darren hat Sekundenschlaf. Du bist... Der ist immer müde. Der hat Hallus. Wir müssen irgendwas übernehmen. Das wird noch richtig schlimm. Na gut, auf zur Halle. Jetzt fängt es langsam an, dass wir knobeln müssen. Die Küche... Ach, warte mal, die... Können wir jetzt eigentlich irgendwie in den Keller? Ist die Frage. Warte mal, Schlüssel? Wenn diese Tür überhaupt noch funktioniert... Ein passender Schlüssel ist dabei. Die Tür ist aufgeschlossen. Sehr gut. Ich war noch nie im Keller. Verlängerungskabel? Nehmen wir mit. Hier steht noch eine Flasche. Prima. Ein Verlängerungskabel. Ja, ne? Kann man doch immer gebrauchen. Putzkram ist da. Nur niemand zum Saubermachen. Aha. Warum sollte das Kellerlicht in Black Mirror Castle auch funktionieren? Aha. Ich würde... Darren, manchmal ist knuffig. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Damit wirst du wohl recht haben. Ach, guck mal, Steckdose. Hier, warte mal, pass mal auf. Ab, zack. Nee, nicht. Verlängerungskabel? Nicht in die Steckdose? Haben wir irgendein Licht oder so zur Hand? Hier, glow in the dark. Ich glaube, Darren will nicht in den Keller, weil es zu dunkel ist, ha? Huh? Wie sieht's aus? Habe ich recht oder habe ich recht? Hier ist es finster wie in Mordreds armer Seele. Also da gehe ich nicht weiter. Victoria hat ihr Geld sicher nicht im Keller versteckt. Also wir sind jetzt Tatsache auf der Suche nach dem verlorenen Gordon-Geld. Ich verstehe. Das Schloss ist fast abgebrannt. Kein Wunder, dass es überall dreckig ist. Das ist eine Bruchbude. Prinzipiell könnte man hier nicht mehr wohnen.
Okay, was ist hier eine Leiter? Eine Stehleiter, wie man sie zum Auswechseln von Glühbirnen verwendet. Oder um sich zu erhängen. Ja, das kann auch nur Darren denken. Ich nehme an, dass in diesen Fässern Wein lagert. Aber so alt wie hier alles ist, könnte der schon Essig sein. Ja, ist doch auch was. Guck mal, hier sind Rohrschellen. Das sind Rohrschellen. Sowas wie Kabelbinder aus Metall. Extrem nützlich. Ich weiß, was Rohrschellen sind. Eine Sprühdose. Mit was drinne? Schnell aushärtender Bauschaum. Extra stabil. Bestens geeignet für Feuchträume. Aha. Da fällt mir doch die schimmlige Ecke ein. Ja, das werden wir da mal probieren. Aber nicht mehr diese Folge, ihr Lieben. Ich werde mal an der Stelle wieder Schluss machen. Und dann schauen wir ja einfach mal demnächst, also morgen, wieder rein, wie das hier weitergeht um Black Mirror und das Gate der Gordons. Ich glaube, wir müssen das ganze komplette Schloss jetzt auseinandernehmen und ich freue mich da schon drauf. Gut, ihr Lieben. Bis dann, sage ich. Tschüss, tschüss mit Ö. Und ja, bis dann.